Wie schaut ein Rekordspender aus? So. Genau. Das ist Karl Werner Mitterlehner. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob er auch Geld spendet, aber er spendet auf alle Fälle etwas, das sowieso viel wertvoller ist, nämlich Blut. Ja, sonst gibt es im statistischen Durchschnitt nur 3 von 100 Österreichern, die regelmäßig Blutspenden gehen. Das ist relativ wenig, deswegen kommt es immer wieder zu Engpässen in der Blutversorgung. Und das heißt letzten Endes Lebensgefahr für die, die auf diese Blutkonserven sonst angewiesen sind. Und da kommt jetzt unser Lebensretter ins Spiel, denn keiner hat öfter Blut gespendet als er. Er feiert heute sogar ein Jubiläum. Zum 250. Mal wird er angezapft. Grüß Sie. In der Blutzentrale in Linz schien das heute auf den ersten Blick ein ganz normaler Arbeitstag zu sein, war es aber nicht. Denn heute hing ein ganz besonderer Spender an der Nadel, Karl Werner Mitterlehner, ein Wiederholungstäter im allerbesten Sinn. Das 250er Jubiläum ist ein erfreuliches mit trauriger Vorgeschichte. Weil ich vor x Jahren ein Gelübde gemacht habe. Bei meiner ersten Geburt von meinem ersten Sohn, der ist leider bei der Geburt gestorben. Und da war ich gerade beim Militär. Und da habe ich aber heimfahren müssen von Wien nach Steyr. Und da ist er nahegelegt worden, dass meine ehemalige Frau damals so viel Blut verloren hat. Und da haben wir geschworen, solange ich gesund bin und lebe, kein Blut spenden. Das Wichtigste ist für mich, dass das Produkt, ob es jetzt kleine Kinder sind, wir drüben meistens im Kinderspital, weil die Herrschaften sagen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber wer es ist, und das erfahre ich nie, aber ich weiß ungefähr, ob es 3 alt ist oder 50 alt ist. Und das ist die größte Freude, wenn man ihnen helfen kann. Dass ich weiß, das Produkt kann der Person wieder einen Schub früher geben, weil meistens sind sie leicht mit Kranke. Zum heutigen Termin hat sich Karl von einem Feuerwehrkollegen chauffieren lassen, unmittelbar nach dem Unterricht. Mit seinen reschen 69 Jahren ist er einer der meistbeschäftigten Ausbildner im Land ob der Enns und das seit bald 40 Jahren. In der Schule muss ich angeblich schon gesagt haben, oder im Kindergarten, was ich mal wir. Gibt es Zeugen, die was heute noch leben, die sagen, wie der Karl hat gesagt, der wird Feuerwehrhauptmann. Für seinen Alter ist er natürlich schon eher uns in der Generation, wo man sagen kann, das könnte unser Vater sein. Und das ist er auch da in der Feuerwehrschule herin. Das macht es aus, sein väterlicher Ort und sein fürsorglicher Ort, aber auch sein strenger Ort. An seinen Rückzug aus dem aktiven Feuerwehrdienst denkt Karl nicht mit Freude. Irgendwann ist aber Schluss, das ist ihm klar. Seine Karriere als Blutspender endet nicht irgendwann, sondern an seinem 70. Geburtstag, am Weltblutspendetag, dem 14. Juni. Mit seinem 251. Antreten will er dann die Führung auf der ewigen Bestenliste in Oberösterreich übernehmen. Und dann? Vielleicht liege ich mit 100 Jahren da, aber ich kann nicht mehr Blutspenden gehen. Ja, und was macht er dann noch da? Das weiß ich noch nicht, Schwestern segieren. Entschuldigung.